Moin Rees, es ist wieder soweit. Die WIFO-Baum-Aktion, na starte nicht, geht in die vierte Runde. Ne Quatsch, fünfte sogar schon. Wir haben ja Mai. Ich meine, das sieht man ja auch schon daran, dass ich hier nicht mehr im Dunkeln bei euch bin, sondern schon im Hellen bin. Hell heißt Frühling. Und passend zum Frühling haben wir bei unserem Mitglied Matthias Maas am Grüttweg wieder einen Baum für euch reserviert, den wir am Samstag austragen, nachdem wir ihn verlost haben. Na, hier sind schon eine ganze Menge Leute drin. Das ist noch kein Los, aber ich befülle das am Samstag, weil Samstag wird gezogen, Samstag am 14. Deswegen meine Bitte, wer Lust auf einen Baum hat, ich weiß übrigens noch nicht, welche Art Baum es ist, lasst euch da überraschen. Wer Lust auf einen Baum hat, schreibt eine WhatsApp bitte an diese Nummer. Dann kommt ihr in das Hütchen und dann geht es am Samstag los und wir überreichen Samstag. Samstag wird übrigens überreichen den Baum unser neues Mitglied, der Stefan Griska, mit seiner Autowerkstatt hier in Reesmeer auf der Heeresbachstraße. Nummer, die ist so lang, genau wie die Empeler Straße in Rees. Ich weiß es nicht, aber relativ weit in der Mitte, gegenüber dem Hirsch, genau. Und ich möchte aber die Zeit auch noch nutzen und die Möglichkeit nutzen, euch auf eine wichtige Veranstaltung hinweisen. Und zwar in der nächsten Woche gibt es an der Grundschule Haldern, kombiniert mit der Grundschule Meer, das Zirkusprojekt. Alle vier Jahre wird das dort durchgeführt, eine Monsteraufgabe für alle Beteiligten, aber auch ein Monsterspaß für die jeweilig beteiligten Kinder, die da performen. Und meine Frau, der widme ich das heute, die hat mich nämlich gebeten, noch mal ein paar Sachen hochzuhalten. Und zwar, ich mache das in der Reihenfolge der Veranstaltung, am 17.05. hier, 17.05. kommt Mattes Wissing hier nach Haldern, und zwar ins Zirkuszelt um 19.30 Uhr für 12 Euro und stellt nicht nur seine neueste CD vor, die Chronik, sondern der spielt auch die Musik. Ich habe da mal reingehört bei YouTube, solltet ihr auch mal machen. Richtig coole Mucke und hey, ihr kennt da auch ganz viele Kracher drauf. Deswegen kommt doch vorbei, 17.05. Heute ist der 11. Mittwoch, das ist also nicht nächste Woche Mittwoch. Das müsste, ich gucke mal eben nach, das ist welcher Tag? Dauert nicht mehr lange. Der 17. ist der Dienstag, nächsten Dienstag, 19.30 Uhr, Mattes Wissing im Zirkuszelt in Haldern für 12 Euro und Karten gibt es, steht hier natürlich auch drauf, entweder an der Abendkasse oder, habe ich doch gesehen, an den Schulen oder in Haldern im Haldener Lädchen, wo die Post ist. Ja, ihr wisst Bescheid, am Dienstag. Aber ich habe noch einen, meine Frau hat gesagt, gibt auch noch was Lustiges, also nicht nur coole Musik, sondern auch was Lustiges, und zwar Thekentratsch. Comedy, die beiden Damen sind auch dabei, habe ich mir auch auf YouTube angeschaut und da legst du dich nieder, richtig. Die sind dann am 19. da, also wenn Dienstag der 17. war, dann müsste das ja Donnerstag sein. Nächsten Donnerstag, Thekentratsch, viel Schönes dabei ist das Programm und 20 Euro, auch um 19 Uhr kann man sich also gut merken, beides um 19 Uhr, hier 20 Euro. Und Vorverkauf wieder im Haldener Lädchen, beziehungsweise in Meer oder in Haldern an der Schule. Kommt doch bitte vorbei, ist nämlich nicht nur zum besten Wohle der Künstler, sondern auch für die Kinder, für die Schule, kommt da auch was bei rum. Deswegen seid möglichst dabei. Ich gebt mir Mühe, dass ich dabei sein kann. Da können wir uns da sehen. Aber, nochmal Erinnerung, Samstag, das ist der 14. Wenn ihr einen Baum wollt, 0163 700 7676. Genug der Termine. Eine schöne Restwoche. Wünscht euch das Wirtschaftsforum Rees mit allen Mitgliedern. Wir sehen uns Samstag bei der Ziehung. Bis dahin.